Da sind wir schon wieder. Ach Gott. Hey Jane? So, ich mache die Musik auch einen Tick leiser. So. Da ist er, der alte John. Lange nicht mehr gesehen, ne? Gucken wir mal. Schauen wir doch mal gerade bei Venture rein. Keine neue Mail. Okay. Winter is coming. Jo. Hat denn hier offen? Drift Shop, Visinios, ACLS. Nichts Besonderes. So, dann ziehen wir uns mal an. Also, John hat heute auch ein Vorstellungsgespräch. Ja. Kurz zur Aufklärung. Und zwar bei den Marshalls. Wir hören uns das Ganze mal an. Und theoretisch hätte er morgen Einstellung im MD. Und am Freitag noch ein Vorstellungsgespräch beim PD. Also bei der State Police.
Aber da müssen wir mal gucken. Zum Frühstück erstmal ein Cookie Shake oder wie? Zoe ist schon unterwegs, okay. Keine Ahnung, was wir anstellen. Steht nichts auf dem Terminkalender, erst ab 20 Uhr. Opa. Welchem Auto ist sie denn unterwegs? Bestimmt in Chester, ne? Mal gerade beim Fahren gucken, ob es irgendwie ruckelt oder so. Habt ihr Sound? Ja, ne?
bisschen ruckelt schon. Kurz was gucken. Spiele für das aus. Perfekt. Kurz neu starten. Jetzt habe ich mir die Karre wegen Neustart kaputt gemacht. Naja, passiert. Ja, gut. Dann gehen wir jetzt Angelsachen holen und gehen angeln. Hallo. Ja, selbst. Okay. Ja, wird schon. Ja.
Ich bin ein bisschen rumgefahren. Jo. Ja, gut. Ich gehe dann mein Angelzeug holen. Keine Ahnung. Jo. Jo, jo, jo. Jo, mal gucken. Ich denke, ich schmeiße sie wieder rein. Von daher. Na gut, dann euch viel Spaß. Bis später vielleicht. Naja, meld du dich. Also. Ja, klar, mach ich. Bis dann. Hört sich aber ziemlich scheiße an, ey. Lars, Grüße, hi. Soll das ohne Ingame-Sound sein? Nee, eigentlich nicht. Deswegen hatte ich eben gefragt, ob man Ingame was hört. So, sollte jetzt drin sein eigentlich. Ja, ich habe es gerade nochmal geändert. Sollte eigentlich jetzt passen. Aber danke für die Info. Der richtige Rucksack. Jo. Mit wem fährt die denn da weg? Ah ja. Ich frage nicht nach. Doch, ich frage gleich nach. Alter, die Karre ist schon wieder komplett im Arsch. Ich hab keinen Bock drauf, ey. Danke dir, Dani, danke dir. Sehr nett. Schon im 8. Monat, ey. Beleidigt machen. So. Ich halt mit dir, Kau.
Wie sich die Karre anhört, naja, fährt halt auf maximal, ne? Mehr geht nicht. Ist halt noch die langsame von allen. Ist ja nicht mal mein Auto. So. Werden wir mal die Angel ausschmeißen, ne?
Ja, Freitag gegen 21 Uhr circa, wie immer. Bin ich am Freitag diesmal am Start. So ist der Plan. Ah, danke, dass du da warst, ja? Hau rein. Mach's gut. Viel Spaß in deinem Stream. Ja, ich glaube, das mit John und Zoe geht auch langsam wieder in die andere Richtung. Leider Gottes ja. Du, du, du.
Ja, wir werden hier so circa eine halbe Stunde jetzt noch angeln und dann fahren wir nochmal zurück, machen uns langsam fertig. Heute wird es nicht allzu spannend. Mal wieder. Das Vorstellungsgespräch wird noch spannend, ja. Eventuell. Und ja, mal gucken. Hab noch so eine kleine Idee, die wir nachher machen. Schon wieder nichts.
Ja, fair. Immer noch nix. Also noch ein probieren wir. Ja, John wird nachher einen Brief verfassen an Zoe, der eventuell ein bisschen unangenehm wird.
So. Müssen wir darüber machen. Auch nix. Na gut. Heute kein Glück beim Angeln. Thank you.
das denn jetzt so? Übelst am Rockeln gerade bei mir. So. Tasche da auch wieder reinmachen. Ziehen wir uns noch mal erst gemütlich an und dann später für das Bewerbungsgespräch nochmal anders. Ziehen die graue, blaue Top drüber. So, kurz gucken. Notizblock hier. So. Genau, so fange ich ja mal an. Ja, ist schwierig.
Ich will noch mal.
Schon wieder Drama zwischen Zoe und John? Noch nicht. Noch nicht so ganz. So. Zweimal. Dreimal. Eins, zwei, drei. Jo. Weiß gar nicht, kann man die aufs Bett legen? Jo, kann man. Nice. Noch nicht ganz so wirklich Drama. Wobei, das hier könnte ich eigentlich mal hier lassen, falls ich mal brauche. Aber vielleicht kommt er noch, wer weiß. Wir gehen mal duschen.
Wer hat jetzt hier geklippt? Ich kann das nachsehen. Leon, kannst du mir erklären, den Clip? Was soll dieser Clip darstellen und weshalb hast du ihn gemacht? Gut, dachte ich mir. Ich kann es nämlich auch nicht erklären, was das für ein Clip sein sollte. So, was ziehen wir denn an? Weiß es, ich weiß ja nicht. Ist doch grau, es ist doch nicht violett. Warum kann ich kein normales weißes T-Shirt drunter tragen? Ist ja blöd. Wo ist eigentlich mein hellblaues? Ach hier.
So, wir müssen jetzt mal gucken, die Staatsanwaltschaft, wo war die denn nochmal? Verwechsel die nämlich immer STA. Ja, das ist die hier vorne, okay. Dann weiß ich wo. Dann machen wir jetzt ein kurzes Päuschen. Ich gehe noch auf Toilette, hol mir noch was zu trinken. Und dann düsen wir auch gleich los. So, bis gleich. So.
Na gut, dann fahren wir schon mal rüber. Ist ja nicht allzu weit. Wir können auch unten mit ihm fahren. Passt besser, ne? Einen wunderschönen Hallo. Einen wunderschönen Hola. Guten Abend, wie kann ich Ihnen helfen? John Winter, mein Name, ich habe ein Vorstellungsgespräch. Darf ich um 20 Uhr. Um 20 Uhr? Ja, Namen weiß ich gerade leider nicht mehr, also ich glaube, namentlich hatten wir uns auch nicht. Also ist es denn, also bei, wer, bei welcher Behörde denn? Bei den Marshals. Alles klar. Okay, ich gebe Bescheid. Okay. Sie können sich gerne hinten an eine der Sitz reinsetzen. Na klar, mache ich so. Dankeschön.
Wiss-Taxi. Ach ja. Musi, grüße, hi. Ja, soweit. Soweit, so gut. Müssen hier noch ein bisschen warten. Dann schauen wir mal. Ja, danach werden wir dann, so wie es aussieht, dann auch aufhören. Weil RP haben wir ja nicht mehr heute Abend. Wenn die zwei was alleine machen wollen und ja. Und daher macht das dann wenig Sinn, da rumzupimmeln, noch einen ganzen Abend. Und dann für 5 Minuten, wenn man sich sieht, nochmal kurz RP zu haben, also macht für mich keinen Sinn. Dann lege ich mich hin. Beziehungsweise gehe aus dem RP. Welche zwei? Charlie und Zoe. Und John Grach? Nö, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Aber John hat Zoe eben einen Brief geschrieben, der. Naja. Ein bisschen was enthält. Unter anderem drin steht, dass viele Dinge, die in den letzten Tagen und Wochen und Monate passiert sind, wohl einfach nur so sich entwickelt haben, weil jemand gefehlt hat und nicht, weil das Bedürfnis da war, nochmal John war ja jetzt ein paar Tage nicht, also in der Heimat, also nicht IC, und kam gestern wieder und ja, seitdem hat er Zoe 5 Minuten gesehen und Charlie, glaube ich, schon öfters. Geht halt wieder los wie damals.
Ja, ist dann halt so, ne? Wenn das Bedürfnis bei Zoe so ist, dann ist es so. Aber dann. Die Dinge halt ein bisschen anders. Ich glaube nicht. Den Zettel. Den Brief meinst du? Kann ich ja schnell verschicken. Erschreck mich doch nicht so. Bei den Marshalls hat er sich beworben gehabt. Hört sich das Ganze jetzt mal an.
Arbeitest du nicht mehr beim FD? Nee, schon länger nicht mehr. Schon ein paar Wochen her jetzt. Herr Winter, Jawohl. nur dass Sie Bescheid wissen, die Zuständigen wurden informiert und sind auf dem Weg, ne? Perfekt, weiß Bescheid, Dankeschön. Okay, brauchen Sie irgendwas? Nö, alles super. Okay, super. Dann, ja, wünsche ich Ihnen viel Erfolg, ne? Dankeschön. Ja, super. Tschüss. Ciao. Ach ja.
Leute da hinterm Tresen stehen, ne? Hasse Unpünktlichkeit.
5 Minuten schon zu spät. Hoch. Bin hier aber erschrocken, du. Liebe Maus, vielen lieben Dank. Schon im dritten Monat. Dankeschön, Dankeschön. Sehr nett. Und Hallöchen. Ah, nicht wundern, heute geht's vermutlich nicht allzu lange. Austriana, Hallöchen. Das ist der Kollege. So. Über der STA. Angestellt noch nichts. Aber John hat sich beworben bei den Marshalls und hat jetzt ein Vorstellungsgespräch und hört sich das mal an. Wie gesagt, John lässt sich ja alle Optionen offen. Am Freitag gibt es dann noch ein Stream-Vorstellungsgespräch im PD, also State Police, Entschuldigung. Und wie gesagt, theoretisch hätte John morgen die Einstellung im MD. Die hat er erstmal auf Samstag geschoben, weil er sich das am Freitag noch anhören wollte. Und dann mal schauen, ne? Gibt es eigentlich schon einen Termin zur Beerdigung? Von wem jetzt? Ja, ich finde es gut, sich das alles offen zu lassen, das sich anzuhören und dann kann man ja frei entscheiden, was man machen will. Genau. Vor allen Dingen, du bietest halt, weißt du, wenn du jetzt hingehst, bewerbst dich beim MD, beim PD, beim Marshalls und so und kriegst überall Termine und gehst halt nur zum ersten hin und sagst, jo, das mache ich. Du bietest halt so mit allen so ein bisschen RP sogar noch. Von der hier, also von Luna, ja, es gibt einen Termin. Hast gestern ein Furby bekommen? Was ist denn ein Furby? Ach, ein Furby, ja. Diese komische Figur, die aussieht wie eine Eule, so. Ja. Von Luna gibt es einen Termin, tatsächlich, ja. Ich weiß nur gerade nicht mehr so genau, aber naja. Zoe redet ja
Also, die redet schon mit John, aber hat aktuell keine Zeit für John. Deswegen, ich glaube, irgendwas mit 23. oder so. 23.11. oder so. Weil irgendwie 23 ihr Geburtstag war, die 11 irgendwie für Saku stand. Und wenn man das Ganze umdreht, also 23.11., 2023, und das von hinten liest, ist man auch bei 23.11., keine Ahnung. Aber wie, was, wo, weiß John selbst noch nicht. Dafür gab es noch keine Zeit. Wegen 23.11., 23, ja genau. Da hat man sich Gedanken gemacht. Ja, anscheinend. Also John wurde nicht eingeweiht. Also ich meine, John war auch nicht da. Also das kannst du jetzt niemanden übel nehmen. Aber danach hatte John auch keine Infos bekommen. Wann, wie, wo, was, keine Ahnung. Weil es ist ja jetzt Charlie da. Sie macht jetzt alles mit Charlie, nicht mehr mit John. Die Musik gerade. In Marshall kommt man die Tür reingelaufen, das ist super. Ja, vorne sitzt er, lass uns den holen. Herr Winter. Jawohl, einen schönen guten Abend. Einen Einen wunderschönen. schönen Erstmal Entschuldigung für die Verspätung. Wir sind gerade ein bisschen unterbesetzt und deswegen. Ja, alles gut, komm vor. Musst du noch kurz was machen? Gut, perfekt. Dann, ja, kommen Sie mit hoch. Gerne.
Na, hören wir uns mal. Oh Gott, wohin laufen wir denn? Oder auch nicht? Was sind das hier? Wir hier bleiben. Dann muss ich hier mal kurz was abklären, bevor ich ins Büro vom Chef gehe. Herr Tanaka, ist es in Ordnung, wenn ich Ihr Büro kurz benutze, das andere ist durch Herr Berger belegt? Vielen Dank. Gut, dann gehen wir hier rein. Dann ja, dann setzen Sie sich gerne. Ja, gerne. Setze mich einfach neben Sie. Genau, können Sie gerne. Bisschen machen. Angenehmer. Gut. Dann, Herr Eriksson. Der wird sich schon gleich wieder zu uns gesehen. Ja. Wunderbar. Genau, machen wir in der Zwischenzeit einfach mal so ein paar Förmlichkeiten. Steven Hunt, mein Name. Wir kennen uns, glaube ich, noch nicht. Ich wüsste nein. Genau, ich leite den Marshall Service hier auf der wunderschönen Insel. Der Herr Eriksson, der gerade kurz auf Toilette ist, ist mein Stellvertreter. Mhm. Und ebenfalls zuständig für die Ausbildung innerhalb vom Marshall Service. Ist klar. Genau. Gut, dann würde ich sagen, fangen Sie doch einfach schon mal an, was über sich zu erzählen. Ja. Während Sie auf den Kollegen warten. Ja, wie man im Lebenslauf, glaube ich, schon sehen kann, mein Name ist John Winter, ich bin 32 Jahre jung, bin jetzt schon über 3 Jahre hier auf der Insel, habe mich schon sehr gut eingelebt und bin auch schon einiges hier durch. Also es ging los als Busfahrer in den, sage ich jetzt mal, recht frühen Zeiten von LST, wo es auch noch Ticketverkauf gab und so weiter und so fort. Ja, nebenberuflich, neben dem Busfahren habe ich dann beim ACLS angefangen, wurde dann später als Co-CEO bzw. als Leitung von Winters Wäsche eingesetzt. Winters Wäsche habe ich nicht gegründet, war der Zufall mit dem Namen. Ja, habe mich dort dann eher so in, ich sag mal, in die Selbstständigkeit reingearbeitet, konnte dort auch viele Kunden gewinnen für Winters Wäsche und konnte dann später auch aufgrund des Wissens die Palito Bakery übernehmen. Die hatte ich jetzt bis vor ein paar Monaten, also sagen wir mal jetzt 4 Monate circa, hatte ich die Palito Bakery geleitet. Nebenbei war ich noch im Fire Department tätig. Okay. Selbstverständlich. Und ja, im Fire Department war ich dann auch schon, naja, fast im Führungspersonal, also als Captain tätig, hatte eine Company unter mir und bin jetzt bereit, neue Wege einzuschlagen. Okay. Ja, wie sind Sie denn auf den Marshall Service gekommen? Warum haben Sie sich bei uns beworben? Es war damals schon eine Intention. Also ich, ein bisschen was hat man auch durchs Fire Department mitbekommen. An verschiedenen Einsatzorten, weil wir unterstützen ja teilweise auch mittlerweile State Police. Ganz kleiner Moment, ich muss nur noch eine Sache fertig schreiben. Reden Sie mal weiter, alles gut. Und ja, es war damals schon eine Intention, aber da war ich halt noch fest tätig im Fire Department. Da war es für mich in erster Linie keine Option zu wechseln. Doch da ich jetzt ja im Fire Department mein Amt niedergelegt habe, war das für mich jetzt die Option, mich bei Ihnen zu bewerben. Okay, und welches Interesse bringt Sie quasi zum Marshall Service? An sich geht es ja auch hier unter anderem um den Schutz der Bürger. Das hatte ich vorher im Fire Department. Es war auch mein Interesse, das ich dort verfolgt habe. Und ja, das ist halt das größte Interesse, was mich eigentlich an allem verfolgt. Natürlich
bin ich offen und ehrlich zu Ihnen. Ich habe mich nicht nur bei Ihnen beworben, auch bei der State Police. Allerdings bin ich halt erstmal für alles offen und gehe zu Vorstellungsgesprächen, höre mir das an und was mir dann im Endeffekt am meisten zusagt, dort werde ich dann dementsprechend nochmal vorstellig. Okay. Was würden Sie denn als Ihre größten Stärken und Schwächen bezeichnen? Das ist eine Frage, die wird gerne im Vorstellungsgespräch genannt. Allerdings muss ich da wirklich sagen, ich habe eine Stärke und eine Schwäche. Das ist teilweise, dass ich Aufgaben oder Tätigkeiten zerdenke. Auf der einen Seite ist es gut, daher man nicht alles gleich einfach hinnimmt und mal was hinterfragt. Auf der anderen Seite kann es halt auch bei leichten Aufgaben kann es halt zu schwierigen führen. Das ist, glaube ich, so der Hauptpunkt, der bei mir manchmal so ein bisschen dazwischen grätscht. Ja. Okay. Nun sind Sie ja beim Marshals Service zum einen State Prison tätig. Das heißt, haben natürlich Umgang mit Personen, die in ihrem Leben nicht alles richtig gemacht haben. Denken Sie, Sie haben damit Probleme oder ist das vielleicht sogar ein Punkt, warum Sie sich bei uns beworben haben? Also es ist nicht der Hauptpunkt, warum ich mich hier beworben habe, aber ich sehe da jetzt auch keine Probleme, weil es sind ja trotzdem weiterhin Menschen und da geht es halt, klare Struktur reinzubringen, eine Dominanz zu beweisen, allerdings immer mit dem Hintergedanken, es sind Menschen, die haben Fehler gemacht, aber es sind keine Tiere. Okay. Prinzipiell werden Sie bei uns ja auch des Öfteren hoffentlich nicht, aber es gibt ja immerhin die Möglichkeit, Waffengewalt benutzen müssen, sei es in Form von Schlagstöcken, Schusswaffen. Wie stehen Sie denn dazu, bereit zu sein, einen anderen Menschen zu verletzen im Sinne Ihres Dienstes oder eventuell sogar zu töten? Das ist eine Aufgabe, die gehört dazu. Im äußersten Notfall natürlich. Hier geht es ja auch hauptsächlich um den Eigenschutz und um den Schutz der Bürger und wenn es notwendig ist und diese Maßnahmen ergreift werden müssen, dann bin ich bereit dazu. Okay. Genau, und dann haben Sie ja beim Marshals Service ein Aufgabengebiet, was insofern einzigartig hier im Staat ist, und zwar den Personenschutz von hochrangigen Beamten des Department of Justice. Da ist es natürlich auch so, dass natürlich Ihre Aufgabe ist, mit allem den Ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln das Leben einer Person zu schützen. Und wenn es bedeutet, eben auch die eigene Gesundheit dementsprechend in Kauf zu nehmen. Wie stehen Sie dazu? Ja, das war mir schon bewusst. Also, dass man bedingt mit seinem eigenen Leben anderes Leben schützen muss. Von daher gehört zum Aufgabengebiet. Ja. Gut. Dass Sie einen Führerschein haben, muss ich, glaube ich, nicht fragen. Nee, ist vorhanden. Dann, okay, ich gucke gerade noch. Wie sind denn Ihre Verfügbarkeiten so durchschnittlich? Also an sich, ich sag mal, fast täglich zwischen 17 und 0 Uhr, so in die Richtung. Das ist mal nicht jeden Tag ist, glaube ich, jedem bewusst, dass man mal einen Tag Freizeit nimmt oder mal einen Tag abschalten muss, ist, glaube ich, ganz klar. Das brauche ich, glaube ich, Ihnen nicht zu erwähnen, aber so an sich, in der Regel, bin ich fast täglich
erreichbar um die Zeit, beziehungsweise stehe ich zur Verfügung. Okay. Alles klar. Perfekt. Dann hätte ich tatsächlich auch keine weiteren Fragen mehr. Haben Sie denn Fragen an mich? Eine Frage hätte ich tatsächlich. Gibt es bei Ihnen eine Laufbahn, die man durchmacht und sich später auf ein Gebiet spezialisieren kann? Oder wird bei Ihnen je nach Besetzung und je nach Mannstärke dann dementsprechend die Mitarbeiter eingesetzt? Also prinzipiell ist der Marshall Service unterteilt in drei Divisions. Das ist einmal die Operations, die sich quasi um den Alltagsdienst kümmert, also Personenschutz, Objektschutz und ein neues Aufgabengebiet, was wir gerade so ein bisschen aufbauen, und zwar die Vollstreckung von Urteilen und Haftbefehlen. Dann gibt es die Prison Division, die sich priorisiert alle Abläufe so im Prison kümmert. Und die Trainings Division als interne Ausbildung eben. Sie werden prinzipiell in allem ausgebildet und werden auch alles tun. Das liegt einfach daran, dass wir personell nicht in der Lage sind, das wirklich so zu splitten. Also wenn ich es könnte, würde ich es tun, dass ich wirklich sage, alle Mitglieder der Prison Division sind auch nur fürs Prison verantwortlich. Das schaffen wir aber einfach von der Mannstärke her nicht. Bedeutet, sie können sich später spezialisieren? Ja. Was dann bedeutet, sie werden Teil einer Division und in der Prison Division zum Beispiel sind sie dann eben der Ansprechpartner, wenn es darum geht, Chain Gangs zu organisieren oder irgendwelche größeren Sachen. Sie werden aber im Regeldienst auch alles andere machen. Also sie werden dann trotzdem auch Personenschutz machen, sie werden trotzdem auch Objektschutz machen. Okay. Genau. Sollte sich das irgendwann mal ändern und wir noch deutlich mehr Personal kriegen, dann wird es auch mehr spezialisiert werden. Aber das muss man immer sehen, je nachdem, wie viel Personal wir haben. Ja, klar. Verstehe. Genau. Okay, ja. Das war bisher so die einzigste Frage, die ich habe. Alles klar. Gut. Eigentlich würde jetzt der Part kommen, wo ich mich mit meinem Kollegen beraten würde, das aber heute wegfällt. Sehe ich relativ wenig, was dagegen sprechen sollte, dass Sie im Marshall Service anfangen können. Sie bringen die Erfahrungen mit und auch die Qualitäten, um sie auf jeden Fall der Ausbildung zuzuführen, sozusagen. Dementsprechend würde ich Ihnen eine Zusage geben. Das kriegen Sie nochmal alles gleich schriftlich von mir. Wann haben Sie denn Ihr Bewerbungsgespräch beim LSPD? Am Freitag. Freitagabend. Und ja, wie gesagt, da bin ich gleich offen und ehrlich zu Ihnen. Anhören würde ich es mir definitiv gern. Was die Kollegen von der State Police so erzählen. Und würde mich dann gern im Nachhinein, also ich schätze mal so auf Samstag, festlegen, ob das überhaupt was für mich ist oder nicht. Okay, dann machen wir es so. Sie rufen dann einfach an und sagen entweder zu oder ab und dann kriegen Sie den ganzen Schriftkram. Perfekt, dann machen wir es so. Bei wem soll ich mich denn melden? Sie können anrufen bei der 550. Ja. Das ist die Marshall Service Telefonnummer. Und sagen dann halt einfach, ne, Sie sind Bewerber und würden dem Ganzen gern zusagen. Dann geht es entweder an Herrn Erickson oder an mich. Alles klar. Samstag bin ich da, also werde ich es dann wahrscheinlich direkt mitbekommen. Nee, perfekt, dann machen wir es so, auf jeden Fall. Also ich werde mich definitiv melden, auch wenn ich mich dagegen entscheide, damit Sie zumindest die Information haben. Genau, das wäre vorteilhaft. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, ich melde mich da definitiv am Samstag nochmal bei Ihnen. Alles klar. Supi, vielen Dank. Kein Problem. Dann würde ich sagen, bringe ich Sie noch mit nach unten. Das wäre nett, weil ich glaube, ich finde so nicht mehr raus. Boah, da sind sie hier noch relativ gut dabei. Wenn sie in der City-Häuser sind, ist immer ein bisschen schwieriger. Ja, das glaube ich. Ist dann nochmal ein bisschen verwinkelter. Kommt State Prison gar nicht erst anzufangen. Ja, dort kenne ich mich noch ein bisschen aus von Winterswäsche damals. Ja, stimmt.
Waren ja auch ein oder andere Mal oben. Gut. Wunderbar. Gut. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Gespräch. Und bis Samstag, würde ich sagen. Bis Samstag. Machen Sie es gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Schönen Abend noch. So, das war das Vorstellungsgespräch. Kurz, aber angenehm, würde ich sagen. So. Ja, die Musik macht mich jetzt auch bekloppt. Bisschen dunkel, hä? Naja. Na gut, Freunde, für heute war es das dann auch schon. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Schlaft schön, wie auch immer. Oder guckt noch einen anderen Stream, was auch immer. Und wir hören uns dann am Freitag vermutlich nochmal zum Vorstellungsgespräch. Macht's gut. Haut rein. Tschüss.